Hallo ihr Lieben, es ist schon ganz lange her, dass ich das letzte Video gemacht habe, aber mir sind ganz viele Sachen dazwischen gekommen, weshalb ich immer nicht so die Zeit hatte. Zuerst bin ich total krank gewesen, war super erkältet, dann kam die Tour dazwischen. Wenn ihr Sarahs oder der Tommy Girls Kanal verfolgt, dann wisst ihr, welche Tour gemeint ist. Die kam noch dazwischen, dann habe ich ganz spontan noch eine Ausbildung bekommen, worüber ich mich total gefreut habe und mich natürlich ein bisschen dahinter knien möchte und auch muss. Und ich muss von 8 bis 16.30 Uhr arbeiten, bis ich zu Hause bin, ist teilweise erst 5 oder 6 Uhr. Daher hatte ich immer nicht so die Zeit für Tutorials oder für irgendwelche Updates. Dann kommt noch dazu, dass es schon echt früh dunkel wird. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, wir haben glaube ich 2 oder 3 Uhr und es ist dunkel draußen. Also es bringt dann auch immer nicht so viel. Ich habe hier 4 Lichter an und ich nehme an, das Video ist furchtbar dunkel. Deshalb nehmt es mir nicht zu krumm, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich glaube aber, Besserung möchte ich unbedingt, weil mir fehlt das auch so ein bisschen. Ich mag das total gerne, so Videos hochzuladen und auch so eure Kommentare dazu zu lesen, ob es euch gefällt oder nicht gefällt, und hoffe, damit spart ihr auch dieses Mal nicht. Und ja, es ging um das Johnny Depp Make-up Video. Das Mad Hatter Video. Ich wollte es eigentlich ganz klassisch machen, so wie er es hat. Hab mir dann aber gedacht, okay, Halloween ist vorbei, was bringt's noch? Daher wirklich nur ein Mad Hatter Inspired Look. In den Farben, die er so, die man von diesem Bild kennt von ihm. Das sind ja die orangen Haare, der grüne Hintergrund von dem Bild, die braunen Klamotten, die er anhat. Das war wirklich nur das, weil er selbst zwei verschiedene Augen-Make-ups hat. Ich konnte mich nicht entscheiden, nehme ich jetzt das rosafarbene oder das grüne. Und ja, also daher wirklich nur inspired und nicht extrem übertrieben, zumal mir auch die Haarfarbe dazu fehlt, die krassen Locken und so weiter und so fort. Aber ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich finde es ganz cool. Es ist auch ein bisschen herbstlich angehaucht, finde ich auch ganz schön. Kennt man ja von draußen, die Bäume sind orange. Der Matsch, ja, Braun kennt man ja nicht anders. Ist ja auch egal, das war Blödsinn. Egal, ich rede viel zu viel. Und ich finde, wir sollten langsam anfangen mit diesem Look. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, weil wie gesagt, es ist schon dunkel inzwischen. Und ja, legen wir los. Okay, fangen wir an mit der Base. Ich nehme wie immer meine Perfect Eyes Base von P2. Tragt ihr auf das gesamte Lid auf, bis hinter die Augenbrauen. Gut verteilen. Auch ruhig unter das Auge ein bisschen, weil dann hält das Grün nachher besser. Keine Ahnung, wo ich den Deckel hingetan habe. Ist ja auch egal. Wir fangen an mit einem Braunton aus der 88er Palette, die ich tatsächlich wirklich hauptsächlich dafür benutzt habe, außer einem Pigment. Ich habe das hier genommen, dieses Braun, und fange an, das hier vorne aufzutragen. Ist nicht schlimm, wenn die Farbe ein bisschen aus Lid kommt, da sieht man nachher eh nicht mehr. Und trage das bis zur Mitte des Lids auf. Das, was hier schnarcht, ist mein Hund, der liegt hier neben mir auf der Couch. Ich hoffe, man hört das nicht so neu, aber das ist kaum zu überhören. Peinlich ist das denn. Auf jeden Fall zieht ihr das wirklich ja, ein Stückchen weiter als eigentlich so bis über die Pupille. Und dann machen wir mit einem Grün weiter. Und zwar mit diesem hier. Ich hoffe, man sieht das so. Das sieht ein bisschen abgedroschen aus, weil wir an Halloween eine Freundin zu Beetlejuice gemacht haben. Dafür haben wir dieses Grün gebraucht. Und darum sieht das jetzt auch nicht mehr so schön aus. Aber ist auch egal. Ihr tragt das Ganze von hier hinten bis zur Mitte hoch. Bis sich das Braun und das Grün treffen. Also ihr müsst selbst wissen, wie hoch ihr das macht. Ich habe es ja mal gerne ein bisschen höher und
mehr bunt und knallig. Daher habe ich wirklich nur, also habe ich eigentlich bis fast unter die Augenbraue gezogen. Nehmt dann nochmal den Pinsel mit dem Braun dran. Ihr müsst dafür nicht extra wieder ins Braun gehen, sondern verblendet es einfach nur. Mein Gott, schlicht und schlaf der Gerechten. Vermischt das einfach nur so ein bisschen, damit das ein bisschen ineinander übrig, übergeblendet wird. Dann nehmt ihr wirklich das dunkelste Orange in der Palette, dieses hier, und tragt das auf die weiße Stelle auf, die ihr jetzt noch auf dem Lid übrig habt. Ihr müsst das nicht groß in das Braun blenden, weil ich finde, persönlich so sieht es cooler aus und sonst sieht es nachher aus wie Matsche. Also verblendet es nicht groß, sondern macht wirklich nur die weißen Stellen orange. Je nachdem, wie eure Haut das aufnimmt, solltet ihr vielleicht eine Creme oder sowas drunter benutzen, weil ich habe das grundsätzlich, dass wenn ich pink oder rot oder orange nehme, dass dann meine Augenlider erstmal 3 Tage orange sind. Und das ist natürlich auch Mist. Nehme ich wieder das Grün, gehe ein bisschen drüber und bringe das Orange ein bisschen in Form. So, damit es nicht so platt aussieht, habe ich nachher noch ein Pigment genommen. Und zwar das hier von Barry M. Das nennt sich 71. Ist auf jeden Fall ein super geiles Pigment. Ist also vor allem schimmerig. Es ist so orange, Kupfer mit jede Menge Glitter. Aber ich dachte, es wäre cooler, es wäre so ein kleiner Farbkick. Nehmt einen Applikator, mit dem kann ich persönlich am besten Pigmente auftragen. Keine Ahnung, wie ihr das macht. Also wenn ihr da Tipps habt, dann lasst es mich wissen. Aber ich komme am besten mit diesen Applikatoren klar, die eigentlich sonst normal weggeschmissen werden. Feuchte den ein bisschen an mit diesem Perfect Face Make-up Fixing Spray. Das gibt es auch für 3 Euro, glaube ich, beim DM. War es, glaube ich? Ja, jetzt weiß DM. Geh ein bisschen in das Pigment und klopfe das Überschüssige ab. Und tupfe das dann hier drauf. Also ihr seht, das wird schon eher krümelig. Aber wenn ihr das ordentlich verteilt, dann ist das gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, wischt da nicht groß rum, sondern tupft es wirklich nur auf. Es krümmelt wie verrückt. Deswegen, also wenn ihr irgendwelche Tricks habt, damit es nicht euer Make-up versaut oder keine Ahnung, also dann macht das am besten vorher, weil wie gesagt, sonst krümmelt es nachher wie Sau. Danach habe ich meinen Smudge-Pinsel genommen. Ich habe den ein bisschen sauber gemacht, weil ich den eigentlich sonst für schwarz verwende. Und nehme dann dieses komische Grün hier. Dieses hier. Keine Ahnung, ich hoffe man sieht es, das hier. Und mache das hier unten drunter. Das sieht jetzt noch ein bisschen weird aus, einfach weil noch keine Wimperntusche drauf ist, aber ist nicht so schlimm. Tragt das großzügig unterm Auge auf, weil es wird nachher durch die Wimperntusche eh verschütt gehen. Und habe dann meinen Urban Decay Glide-On Pencil in Covet aufgetragen. Einfach um das Ganze ein bisschen abzudämpfen, aber auch so um die Augen nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Und Highlighter. Ich habe keinen großen Highlighter benutzt, sondern ich habe wirklich nur einen Ton in meiner Hautfarbe genommen, beziehungsweise einen Ton heller, damit es nicht zu extrem wirkt, weil ich meine, es ist schon wirklich ein grelles Make-up. Und jetzt habe ich meinen Pinsel irgendwo hingelegt, wo ich ihn... Ja, ich habe ihn. Und
wollen ja nicht mehr rausmachen, als es ist. Am besten, ihr nehmt vorher nochmal euren Blending Brush und verblendet das ein bisschen, damit die Ecken nicht so hart sind. Und dann einfach den Highlighter drunter. Also ihr seht, da glitzert nichts, da schimmert nichts. Er ist einfach nur ein bisschen heller und lässt damit die Augen nicht so klein oder drückt aussehen. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit Lidstrich, auf den ich nicht verzichten wollte. Und Wimperntusche. Aber die mache ich jetzt ohne, dass sie mir zuguckt. Bis gleich. So, das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. Es sei denn, also ich würde da jetzt noch ein bisschen Bronzer oder Rouge drauf machen, damit es nicht so matt ist. Daher benutze ich einfach meinen abgeschrägten Pinsel. Und nehme ein relativ dunkles Braun. Achte darauf, dass es nicht zu sehr schimmert. Ich nehme jetzt das aus der 88er Palette, was ich hier vorne benutzt habe. Klopfe ein bisschen ab auf dem Handtuch. Und trage das einfach ein bisschen unter den Wangenknochen auf. Das Gesicht wird ein bisschen schmaler dadurch aussehen. Was ja auch nicht mal ein schlechtes. Also ich mache immer noch mit diesem Trick so Wangen einziehen. Weil damit funktioniert es einfach am besten. Und Johnny Depp trägt im Film Lipgloss. Ich habe verklebte Wimpern. Trägt Lipgloss. Daher, also ich weiß nicht, ich finde jetzt hierzu nicht ein Lipgloss so passend, es sei denn, es ist wirklich ein Judah-Lipgloss. Ich habe jetzt an sowas gedacht. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Der ist wirklich schön und nicht so kräftig. Aber er schimmert auch und ich weiß nicht, ob das so toll ist zu den Pigmenten. Daher probiert es einfach aus, wenn ihr auf Lipgloss nicht verzichten wollt. Versucht es einfach, probiert es aus und zeigt mir eure Ergebnisse. Ja, das war's auch schon. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, obwohl ich bald immer nicht so ganz versprechen kann, weil ich wirklich wenig Zeit habe. Und davon ab wird es immer früher dunkler, das heißt, wenn ich von der Arbeit komme, ist es schon dunkel. Ich nehme an, das Video hier ist schon viel zu dunkel. Daher bin ich mir nicht so sicher, wie das alles was bringt. Aber wenn ich mal früher Schulschluss habe oder so, dann werde ich mich auf jeden Fall öfter wieder dran setzen. In diesem Sinne, bis ganz bald.